Ich bin hier in Deutschland vor allem, um die deutsche progressive, fortschrittliche Öffentlichkeit über die reale Situation in Russland zu informieren. Das finde ich für ganz wichtig, weil ich weiß, dass hier im Westen viele Mythen über die reale Situation, über die reale Lage in Russland existieren. Und diese Mythen sind ganz verschieden. Es gibt zum Beispiel die Meinungen, dass einerseits eine böse, schlechte Regierung existiert und andererseits eine ganz gute, fortschrittliche, demokratische Opposition, die gegen diese Regierung kämpft. Aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Und mir ist ganz wichtig, den Leuten zu erklären, wie es real aussieht. Normalerweise ist es so, dass wenn ich in irgendwelcher Stadt bin, dann möchte ich unbedingt die wichtigen Plätze, wichtige Orte von dieser Stadt sehen. Und dieses Haus, dieses Gebäude ist wirklich wichtig für mich, auch für einen Forscher, auch für einen Wissenschaftler und auch für einen Aktivist. Weil hier tagte während der großen französischen Revolution im Jahre 1793 der Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent, Symbol der Revolution. Und das war sozusagen die Verbreitung der Gedanke der großen Revolution europaweit. Und auch nicht nur ein Ergebnis der einfachen technischen oder militärischen Verbreitung, sondern auch der Reaktion der Leute, der einfachen Leute für die Revolution. Ja, also eine wirkliche revolutionäre Bewegung. Und dieses Haus diente auch als ein Symbol dieser Bewegung. In Russland gibt es mehrere Militärdenkmäler, vor allem die in Verknüpfung, in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg stehen, aber nicht nur, auch so zum Ruhm der russischen Armee noch aus der Zarenzeit und so weiter und so fort. Und hier, da hängt die Stadt Mainz heute immer noch im Kranz hin, der Oberbürgermeister. Mal gucken, ob der Neue das auch wieder macht. Ich empfinde, mindestens für mich, ist natürlich dieses militärische Geist, der drin steht, natürlich ganz unangenehm und unannehmbar. Ich verstehe mich als einen Antimilitaristen und dieser Versuch, die Armee als Symbol der Nation und desto mehr als ein Mittel, Frieden zu bekommen, das finde ich für ganz peinlich und ganz, ganz falsch. Einzige Möglichkeit für mich, die Denkmäler an die gefallenen Soldaten zu akzeptieren oder zu tolerieren, sei ein Verständnis dieser Orte als Orte, die den Opfern des Krieges gewidmet sind. Das ist die einzige mögliche menschliche, wirklich menschliche Reaktion. Nichts mehr. Sonst ist es einfach Militarismus und Kriegsbegeisterung. Wir freuen uns, dass Vadim wieder mal in Mainz ist. Wir hatten ihn schon zweimal zu Gast. Jetzt ist er hier, um uns über die aktuelle politische Situation in Russland zu informieren. Zuerst soll ich wahrscheinlich damit beginnen, dass es generell gesagt, meiner Meinung nach, in Russland heute keinen wirklichen sozialen Aufbruch gibt. Wahrscheinlich noch nicht, sagen wir. Weiter versuche ich zu zeigen und zu erklären, was dort wirklich vor sich geht und welche Perspektive die weitere Entwicklung der Situation bekommen kann. Die Situation sieht ganz kompliziert aus. Es gibt wirklich die Repressionen, die Repressionswelle, die heute verschiedene Schichten der Gesellschaft als Ziel hat. Und es gibt die Proteste, aber diese Proteste haben vor allem einen rein politischen Charakter, leider nicht sozialen. Und möglicherweise entsteht immer irgendwann auch die richtige soziale Protestbewegung, aber heute ist es leider noch kein Fall. Und man soll diese Besonderheiten der Situation ganz gut verstehen und ganz gut berücksichtigen. Eigentlich die Erklärung dieser Situation ist einer der Absichten meines Aufenthalts und meiner Vorträge. Ich meine, die sozialen Probleme sind gewissermaßen international. Obwohl viele Dinge
in Deutschland zum Beispiel und in Russland anders aussehen, gibt es mehrere Dinge, die gemeinsam sind, die auch gleich aussehen. Zum Beispiel die neoliberale Politik der Behörden, die Zerstörung der sozialen Sphäre, der Bildung, der Medizin und so weiter und so fort. Das, was jetzt auch im Westen unter der Fahne der Sparpolitik stattfindet, das erleben wir auch in Russland. Und mehrere Probleme sind identisch oder gleich oder ganz nah. Und deswegen finde ich für ganz wichtig, dass auch der Widerstand gegen diese Dinge auch international wird. Ich bin an einer kleinen anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsinitiative aktiv. Das ist wirklich eine Initiative leider, nicht eine wirkliche Gewerkschaft noch mindestens, weil mit der Gewerkschaftsbewegung im heutigen Russland steht es nicht ganz gut aus. Also die meisten Gewerkschaften im heutigen Russland, das sind die Nachfolger der alten, der sogenannten sowjetischen Gewerkschaften. Das sind keine richtige Gewerkschaft überhaupt. Zum Beispiel in ihren Reihen gibt es sowohl Arbeiter als auch die Betriebsleiter und so weiter und so fort. Und das funktioniert natürlich nicht als eine wirkliche Gewerkschaft. Aber auch die alternative Gewerkschaften im heutigen Russland sind sozialpartnerschaftlich orientiert und das ist keine wirkliche Alternative. In dieser Situation propagieren wir und auch versuchen wir, eine Alternative aufzubauen, und zwar auf einer anarcho-syndikalistischen Grundlage. Das heißt, das sollen die kämpferischen Gewerkschaften sein, die sowohl für die Verbesserung der aktuellen Lage der Leute kämpfen, als auch für eine neue, künftige, freie, libertäre Gesellschaft. Aber das ist eine ganz schwierige Sache im heutigen Russland, für sowas einzutreten, für sowas zu sein. Möchte ich doch zum Schluss sagen, dass die sozialen Probleme in der russischen Gesellschaft tendenziell sich nicht auflösen. Sie bleiben. Ja? Man kann sagen, umgekehrt, sie wachsen noch. Sie wachsen weiter. Und das soll irgendwie in der Zukunft zum Ausbruch führen. Ja? Früher oder später. Das ist leider alles, was man jetzt sagen kann. Niemand kann heute sagen, wann und wie das passiert. Also so ist die Situation. Also die generelle Lage, ich versuchte so einen Überblick zu machen. Ich hoffe, mir gelingt das mehr oder weniger. Ja, vielen Dank für diesen beeindruckenden Einblick.